Jo Leute, Brandy hier. Willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben und haben ein bisschen über Final Fantasy und so geblabbert. Oh, ihr wisst Bescheid, was dieses Zeichen ist. Siegel von Orichalcus und so. Oder auch nicht. Oh, was ist das? Oh, ein Geist, ein Geist. Der Geist taucht auf. Der Geist ist Level 20. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Na dann werden wir ihn nicht angreifen, sondern flüchten. Oh mein Gott, wir sind Pussys. Wir sind Pussys. Oder auch nicht. Oh Mann. Jetzt komm her. Oh, Entschuldigung. Ah, Final Fantasy. Oh Gott. Ich kann's. Ah, siehst du, das hat gewirkt, dieses voll verpisst Reden und so. Na gut, scheiß Wayne drauf. Welch ein Albtraum. So, zack. Kein Kampf. Warum? Na egal. Wow. Schutzband. Komm her, ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Wow. Na 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 na. Zombies! Warum das? Oh man. Nebula! Komm in den Kampf! Ach Gott, Leute, ich will eigentlich lieber Final Fantasy spielen. Ich bin so nach Hause gekommen. Ich habe, glaube ich, im letzten Part erzählt, dass es 0 Uhr ist. 12 Uhr halt. Jetzt Viertel nach 12, nachdem ich den Part aufgenommen habe. Magie. Und wisst ihr, was Geiles? Also ich habe halt die PlayStation rübergenommen. Mein Bruder hat sie sich fürs Zimmer ausgeliehen gehabt, weil ein paar Kumpels gekommen sind. Die hatten ein bisschen so LAN-Party und so, ne? Und er hat sie sich ausgeliehen, ich habe sie mir zurückgeholt, ich habe die erstmal geweckt, seine Freundin und ihn, ist mir scheißegal gewesen, trotzdem geweckt. Das Lustige ist, ich habe die PlayStation rübergenommen, Controller, alles und Spiel reingelegt und das Spiel funktioniert. Einwandfrei alles. Jetzt kommt aber der Gag an der Sache. Und zwar, ihr wisst, dass an den Controllern von der PS3 Akkuanzeigen sind, ne? Gut, mache ich halt die PlayStation an, alles normal, ne, und hier, und Final Fantasy an, ich wollte eigentlich schon anfangen aufzunehmen, und zack, fickt mich in meine eigene PlayStation, ich habe das Ladekabel vom Controller vergessen drüben, im Zimmer von meinem Bruder, und BAM, Controller 1, Akku ist leer, nein, ich habe gedacht, ich verrecke. Ficken Drecksauern, tut mir leid für diese Wortwahl, aber mich hat das so geschockt, dass das nicht geklappt hat. Und stattdessen muss ich jetzt Pokémon aufnehmen. Nicht, dass das jetzt schlecht wäre, keine Frage. Ich stehe auf das Let's Play, ihr wisst es. Und das ist jetzt das Haupt-Let's Play und wird durchgezockt und durchgezogen. Aber, Leute, es ist Final Fantasy. Ich bin auch am Überlegen, ernsthaft am Überlegen, einfach mal eine Zeit lang so als einziges Projekt zu machen, einfach zwei Parts pro Tag Final Fantasy zu machen. Ihr denkt euch bestimmt, was bist du eigentlich für ein Spast? Ja, bin ich. Ein Final Fantasy 9 Spast. Und ihr müsst es euch ja nicht anschauen, ich spiele es ja eigentlich aus Spaß und der Freude, weil es mir einfach geil taugt und ja, wen es halt keinen Spaß macht, mir zuzuschauen, kein Problem, hau halt ab. Und wenn ich sage, ich habe Bock auf zwei Parts Final Fantasy am Tag, dann hier nicht einsetzbar ist natürlich klar, dann ist es nun mal so. Da gibt es halt auch nichts zu rütteln dran, also ich habe halt einfach Bock drauf dann. Ja komm, mach halt Kampf, ey. Ich brauche Blut, du bist kein Vampir. Ey, du Schwuchtle, Junge Mann, Mann. Nee, Quatsch, Ja.
Und machen wir das mal nach vorne für den Fall. Weil das ist ja mittlerweile das Einzige, was wir effektiv haben. Oh, wir sind fast Level 29 hier auch mit Monkey. Wir werden mit Monkey erstmal auf Level 30 kommen dann. Wenn wir ein bisschen trainieren auch. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich muss mal kurz überlegen. Und zwar steht eigentlich schon wieder eine Training Session an bei uns. Sind wir fast zu schwach? Irgendwie, ich weiß es gerade nicht so recht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind noch stark genug und können uns hier durchboxen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind im letzten Raum. Toll. I don't know. Muss ich gerade überlegen. Muss ich echt gerade überlegen. Also wenn wir jetzt nicht trainieren würden, also und nicht die Pokémon auf Buu auf 35 trainieren würden, so wie ich es vorhätte, oder auf 40 beinahe, dann könnten wir uns ein Geister-Pokémon fangen. Und dieses Geister-Pokémon könnten wir dann ins Team einbinden. Was natürlich von Vorteil wäre, weil wir einfach null... Ja, wobei, zwei Psychos wären es dann im Prinzip. Geist-Psycho, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht, vielleicht... Wir brauchen aber auch ein Wasser-Pokémon, definitiv. Also von daher... Ja, es ist so schwer, unsere Team-Auswahl. Ja, wir werden definitiv auch ein Wasser-Pokémon brauchen, spätestens wenn die Feuer-Arena kommt, also... Brauchen wir auch ein starkes Wasser-Pokémon, von daher hätte ich mir fast schon... Ich weiß es schon. Ich weiß, was wir machen. Wir werden uns kein Geister-Pokémon fangen. Toll, das hat's dir jetzt voll gebracht. Wow. Mit deinem einer KP, die du da hattest, hast du jetzt aber hier schön, hast du echt... Hat dir echt was gebracht. Hat dir was gebracht? Ne, also jetzt bin ich echt am überlegen, Leute. Sonderbombe. Ach komm. Jetzt muss ich mal echt überlegen. Verschwinde, Eindringling. Level 30, Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Greifen wir mal an. Airos kann sich vor Angst nicht bewegen. Oh. Wir verschwinden mal lieber. Komisch. Na gut, das heißt, wir sind jetzt erstmal fürs Erste so weit, wie es nur geht. Fluchtzeit, zack. Aktivieren. Aktivieren. Dann, 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 dann. So, wir werden uns jetzt heilen. Und danach werden wir uns Richtung Vierter Orden begeben. Also ich weiß gar nicht mal mehr, wie die Stadt heißt. Eieiei. Okay, 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 okay. I know everything now. Everything is clear to me. Wir werden jetzt Richtung links laufen. 9 Uhr. 9 Minuten 50. Ich muss nur irgendwie... Wie machen wir es denn? Wir haben gesagt, Rasaf bleibt fürs Erste. Aber die hat... Pipi, Pummeluff und so. Scheiß drauf, belassen wir's. Alles gleiche, mein Bärchen. Dann werden wir mal kämpfen. Wer schreibt mir denn hier gerade? Alles klar, wir gehen weiter. Airos.
Ach, come on. So, Monkey D. Ruffy. Als nächstes wird PP eingesetzt. So. Oh man, ich kann das nicht mehr. Dieses Piep Piep. Boah, das war ein Volltreffer. Das wusste ich sofort. Also, aber vor allem, ich fühle mich noch irgendwie zu stark sogar für die Gegner. Deswegen, ich glaube, leveln, das muss jetzt echt nicht sein. Der Opa, der hat so Electro-Pokémon. Deswegen, kein Problem. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ich denke mal, du wirst trotzdem Elektro-Pokémon haben. Ach, habe ich mich geirrt. Tut mir leid, Leute. Ich habe mich geirrt, das so vorkommen. Ich glaube, da waren Kampfattacken gegen den nicht ganz effektiv, oder? Zack, zack. Doch, waren sie sogar. Ach, Quatsch. Schnüffler, ja, schnüffel nur mir. Schnüffel am besten unten zwischen meinen Beinen oder so. Da findest du was. Dafür gibt's aber voll auf die Fresse. Oh man, Vulpix, mach mal einfach, komm. Sei mal nicht geizig mit den Leveln, mach mal einfach, Geowurf. Jetzt will ich mal sehen, was Geowurf hier anrichtet, mit Level 29, fast 30, nur die Hälfte, oh mein Gott. Brüllt er mir ins Ohr. Kein Problem. Mach Windstoß. Das war ein Volltreffer, 10 KP, schon. Ganz großes Kino hier, aber Level 30 bitte. Hier, Wollo, das war aber gerade so Level 30. Das war aber gerade so Level 30, mein Freund. Der, den Jackpot, den hast du echt noch nicht geklackt. Als nächstes packen wir mal die Fackel an die Front. Brrr. Oh mein Gott, der hat Elektro-Pokémon. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, da hast du recht. Allerdings geht mir es jetzt schon auf die Eier, dass du keine Elektro-Pokémon hast. Das ist natürlich nicht schlecht. Das wusste ich, Leute. Ich hab's euch doch gesagt. Wer hat keine Elektro-Pokémon? Wer wollte es mir nicht glauben? Fick dich doch. Kein Problem, wir haben immer noch andere Attacken, die stärker sind mittlerweile auch. Hm? Oh, come on. Du musst Level 30 werden, mein kleiner Freund. Mein Freund der untergegangenen Sonne. Oh, man. Komm schon. Boah, das nützt ja fast gar nichts und seine Verteidigung steigt jetzt auf. Metallklau, vielleicht nützt das was? Nein. Und jetzt macht der Kompriminator die ganze Zeit. Nicht gut. Oh yeah. Sitzt der, aber nützt nicht so viel. Slimeok hat auch eine unfassbare Verteidigung. Muss man sagen. Also es ist schon. Boah, das hätte mich jetzt echt getroffen, wenn er mir das. Hätte er mir hier den Aussetzer reingehauen und er hätte geklappt. Das hätte mich schon. Ohne Scheiß jetzt, Leute. Das ist jetzt echt kein Witz. Das hätte mir echt wehgetan. Aber so. So haben wir halt Glück gehabt und ja, er hat uns nicht, ich sag mal, er hat uns nicht allzu viel Stress gemacht. Also, guter Wille. Okay, wir haben noch einmal Fackel, Schlammbad, Vergiftung, bitte. Nein? Wow, das erste Mal in unserem Leben, dass wir eine Giftattacke im Pokémon bekommen haben und dass es uns nicht vergiftet hat. Ich habe verloren, das ist nicht logisch, ja doch. Ich hatte eine bessere Strategie. Ganz einfach. Ich gehe mal ganz nach oben, ich habe keinen Bock auf den Kampf. Jetzt gerade nur mal schauen. Wir haben hier Zwillinge. Was kämpft denn dann? Ling und Fackel. Machen wir einfach noch den Zwillingskampf. Jo, wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Ja, mach du mal. Nach diesem Kampf werden wir einen Cut machen. Pipi und Pipi. Ne, Pummelo.
So, wie machen wir es denn? Als erstes probieren wir es mal mit einem Steinhagel. Als zweites probieren wir es mal mit Windstoß. Zack. Machst du schon mal Vorarbeit am Piep-Piep. Steinhagel trifft beide. Müsste aber ein bisschen was verletzen. Wehrt die Attacke ab, so kann man es auch machen. Pipi schreckt zurück. Pummeluff setzt Walz ein. Ach. Fack. Wir werden auf Pummeluff. Fick deine Mutter, Pipi. Habe ich was gesagt? Nein, natürlich nicht. Ich habe da nichts Böses gesagt. So, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir Pummeluff etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, zerstören, weil jetzt wird's langsam heftig. Ling ist tot. Nee, doch nicht. Jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich für ihn. Oh, er schafft es uns nicht mal zu killen. Ja. Ich dachte schon, einer unserer Pokémon muss dran glauben, aber irgendwie nicht so. Jo, unsere Zwillingskraft, nein. Ey, schön. Ja, mei. Nein! Oh, Mann, ich bin so blöd. Na gut, dann muss ich wohl einen Kampf noch mit einbeziehen. Wer ist an Front? Fackel mit seiner Glut müsste das hinhauen. Wenn mich nicht alles täuscht, ohne dass wir uns vergiften. An dem Giftdorn. Oh man, ich wollte jetzt eigentlich noch ein Part aufnehmen, bevor meine Freundin anruft in Skype. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe eine Freundin oder so, sondern es ist eine Freundin. Die ist gerade in der... Oh, ich habe 30 erreicht und habe mich gewechselt. Ja, das war nicht clever von mir. Ah, ihr seht, langsam bin ich schon in Richtung Skypen. Danach wird natürlich weiter aufgenommen. Muss ja irgendein Content haben für die Woche. Ich glaube, nächste Woche habe ich... Für nächste Woche habe ich absolut nichts aufgenommen, oder? Ja, doch, hab sogar was. Wahnsinn. Ich bin so gut. Naja. Warum? Nur. Ja, ich weiß es auch. Wir werden das so machen, wir tauschen jetzt erstmal die Fackel aus für irgendein fittes Pokémon. Und in dem Sinne, wir sehen uns bis später gleich. Ciao, bis später gleich, ja.